Ich liebe Herausforderungen und das hat eigentlich noch kein Veranstalter fertiggebracht, mich hinter einen Komiker zu platzieren. Das ist so das Beste, was einem Naturwissenschaftler passieren kann. Er war Physiker, aber wir machen jetzt einfach mal weiter und ich greife den Faden auf. Wir haben viel gehört, dass wir mit unserem wunderbaren Denkorgan so wunderbar denken können. Und ich habe das auch mal eine Zeit lang geglaubt, dass das Gehirn zum Denken da ist. Vor allen Dingen auch zum Lernen. Und es gab vor 20 Jahren Vorstellungen, dass jedes Mal dann, wenn man was denkt oder vor allen Dingen dann, wenn man was lernt, im Gehirn sogenannte Gedächtnismoleküle gebildet werden. Die haben wir dann auch gesucht, diese Gedächtnismoleküle mit großem Einsatz, also sowohl finanziellem als auch hirnschmalzmäßigem. Und was man da am besten nimmt, um solche Lernversuche zu machen, sind Versuchstiere. Und das Versuchstier, was wir uns ausgesucht haben, ist die amerikanische Küchenschabe. Die eignen sich viel besser als die deutschen Küchenschaben für solche Experimente, weil die viel größer sind, so wie alles, was aus Amerika kommt. Und solche Küchenschaben kann man dann also in so ein Gestell einhängen und dann hängen der Küchenschabe nach einer Zeit die Beine runter, weil die müde wird. Und wenn man dann eine Petrischale mit einer Salzlösung unten drunter tut und dann die Küchenschabe und die Salzlösung mit einer Taschenlampenbatterie verbindet, dann kriegt die Küchenschabe immer dann, wenn die Beine in die Salzlösung hängen, einen, wie wir das nennen, Stimulus. Und dann zieht sie die Beine hoch. Und das macht man so 10-mal und dann hat sie sich das auch gemerkt, dann lässt sie die Beine gleich oben, man kann sie auch aus dem Gestell rausnehmen, ein bisschen rumlaufen lassen. Und wenn man sie dann wieder reinhängt, bleiben die Beine gleich oben. Also haben wir gesagt, jetzt hat sie sich's gemerkt. Jetzt ist sie sozusagen, jetzt sind die Gedächtnismoleküle gebildet worden. Und dann kann man den Kopf abschneiden von so einer Küchenschabe und kann das kleine Gehirn, das heißt bei denen Oberschlundganglion, herauspräparieren und kann es dann 3 Jahre lang, wie wir das gemacht haben, nach allen Regeln der Kunst mit den modernsten wissenschaftlichen Techniken aufarbeiten. Und nach diesen Molekülen suchen, die sich in dem Hirn der schlaueren Küchenschabe gebildet haben sollen. Wir haben, Sie ahnen es schon, nichts gefunden. Und wir konnten auch gar nichts finden, denn da gab es dann plötzlich ein Ereignis, was uns gewissermaßen die Augen geöffnet hat. Manchmal ist man ja ein bisschen blind unterwegs mit so festen Vorstellungen. Ähnlich wie das hier auf dieser ersten Folie der Fall ist, wo man etwas gemacht hat, was ich einen sehr gemeinen Versuch finde. Man hat geprüft, was eigentlich im Hirn eines Menschen los ist, wenn der so genau weiß, was er zu suchen hat. Wie wir mit unseren Küchenschaben-Eiweißen im Hirn oder aber wie wir das auch gegenwärtig in unseren krisengeschüttelten Zeiten als verantwortliche Führungskräfte immer wieder sollen, also immer dann die richtige Strategie und möglichst gezielt und effizient ans Ziel kommen. Und wenn man solche Dinge prüfen will, dann kann man einfach Männer nehmen und kann die in so eine Computertomographen legen und kann prüfen, was im Hirn aktiv ist, wenn der Mann wieder mal mit einer festen Vorstellung zielorientiert unterwegs ist. Und da gibt man den Männern am besten eine Aufgabe, wo sie sich auch wirklich gerne freiwillig die Scheuklappen aufsetzen, das ist Autorennen fahren. Und dann kriegen die so eine Videobrille auf und Joystick in die Hand und dann fahren sie sozusagen ihr Auto, ihr Rennauto über den Nürburgring. Und wie sie da so dabei sind, scannt man das Hirn und schaut sich an, welche Bereiche sind denn eigentlich im Hirn eines Menschen besonders aktiv, wenn der gerade sich als Führungskraft besonders anstrengt, mit einer festen Vorstellung seine vorher gefassten Ziele umzusetzen versucht. Und Sie sehen in Abbildung A und B, dass es nicht allzu viel ist, was da im Hirn aktiv wird. Und so ist es uns damals auch gegangen. Feste Vorstellung im Hirn dieser Küchenschaben muss doch jetzt das Eiweiß zu finden sein, was da gebildet wird, weil sie hatte es ja schließlich gelernt. Und dann kommt so ein Student, den wir als Hilfsassistenten eingestellt hatten und der immer dafür zuständig war, die Küchenschaben aus dem Keller zu holen und sie anschließend nach dem Experiment wieder zu entsorgen, wie man das dann so nennt. Und der hatte nicht so ein Scheuklappenhirn mit festen Vorstellungen. Dem war das alles ziemlich egal mit den Gedächtnismolekülen, aber der hatte offene Augen und einen offenen Blick. Und er hat was gesehen, was wir natürlich alle nicht sehen konnten, weil wir waren immer mit dem Kopf schon weg, als der diese entköpften oder diese dekapitierten Küchenschaben dann weggeräumt hat. Er hat gemerkt, die leben noch eine halbe Stunde fast ohne Kopf, die Küchenschaben.
Und dann hat er was gemacht, was man also mit einer klaren Vorstellung, dass man im Hirn die Gedächtnismoleküle suchen soll, was man da gar nicht denken kann. Der hat die Küchenschaben aus dem Keller heimlich geholt, hat ihnen erst den Kopf abgeschnitten, hat sie dann in das Gestell gehängt, hat diesen Lernversuch gemacht und dann hat er uns gerufen. Wir haben das trotzdem gelernt. So, und da habe ich meine erste große Hirnforscher-Erkenntnis sozusagen gewonnen zum Auswendiglernen von irgendwelchen Blödsinn. Und das gilt dann sicherlich auch für das Denken von irgendwelchen Blödsinn, braucht man gar kein Gehirn. Jedenfalls nicht unbedingt. Und wenn man wissen will, wozu man ein Hirn braucht und wozu man eigentlich denken sollte, dann muss man sich diese Küchenschabe dann nochmal angucken, sind ja alles männliche Exemplare gewesen, nach der Dekapitation. Ja, wenn man einem männlichen Insekt den Kopf abschneidet, das können Sie zu Hause dann alle mal ausprobieren, dann wird, wie das biologisch heißt, das Begattungsorgan herausgefahren. Und dann kriegen Sie eine Ahnung davon, wozu man ein Hirn gebrauchen könnte. Ja, es ist ein Problemlösungsorgan. Es ist optimiert auf das Lösen von Problemen. Und deshalb bin ich so froh, dass ich heute mit Ihnen zusammen darüber nachdenken kann, wie man am besten sozusagen das Hirn so einsetzt, wie es einem gewachsen ist, nämlich zum Lösen von Problemen und nicht zum Reden und nicht zum Schwatzen. Und damit komme ich fast zum Punkt und zum Kernsatz meines ganzen Vortrages. Wir haben eigentlich gar kein Erkenntnisproblem. Deshalb brauchen Sie ja auch keinen Wissenschaftler. Wir haben ein Umsetzungsproblem und zwar ein ganz massives. Wir wüssten schon, worauf es ankommt. Wir wüssten schon, dass das kein optimaler Modus ist, da oben A und B als Autofahrer so umherzujagen. Und in der Tat kann man es ja sogar zeigen, wenn man demselben Mann dann in derselben Maschine wieder so ein Video, so eine Brille aufsetzt und ihm diesmal aber sagt, du pass auf, jetzt fährt Michael Schumacher mal selbst, fahr einfach mit. Ja, und dann ist er einfach mal der Beifahrer. Gelassen sitzt er da und fährt einfach mal mit und guckt. Und dann scannt man wieder das Hirn, dann sehen Sie in Abbildung C und D, da geht das Hirn an. Da erst geht es an, wenn man sozusagen mal was anderes sieht als nur die Straße und die nächste Kurve. Wenn man was anderes hört als nur Motorengeräusch, wenn man auch noch ein bisschen aus dem Fenster gucken kann, wenn man noch mal gucken kann, was die anderen so treiben, wenn man noch ein bisschen träumen kann, schöne Musik im Radio hören kann und seinen Gedanken sozusagen freien Lauf lassen kann, wenn man also genau das machen kann, was unser Student gemacht hat, weil er einfach nicht mit solchen festen Vorstellungen umhergerast ist, wie es zu gehen hat und was am Ende des Experiments, am Ende des Tages herauszukommen hat. So, und da sehen Sie, da sind im Hirn viele unterschiedliche Netzwerke gleichzeitig aktiv. Und in diesem voraktivierten Zustand, wenn sehr vieles sozusagen im Hirn gleichzeitig in diesem voraktivierten Zustand ist, dann gelingt bisweilen das Wunder, dass man Dinge zusammenbringt, die in diesem Autofahrermodus einfach nie zusammenpassen würden, weil die sozusagen schlafen in den anderen Bereichen des Hirns. Wir brauchen, damit wir kreative neue Lösungen finden für die Probleme, die uns im Augenblick so stark beschäftigen, brauchen wir diesen Zustand der Gelassenheit. Brauchen wir nicht diesen Zustand, wo wir uns immer mehr anstrengen, damit wir das nur noch hinkriegen. Es muss leichter gehen. Wir müssten in diesen Zustand kommen, in dem wir diese Voraussetzung im Hirn schaffen, dass man plötzlich Dinge anders lösen kann, anders betrachten kann, als man das bisher gemacht, dann wird es gemacht hat und dann wird es innovativ, dann wird es kreativ. Da oben in diesem Zustand können Sie eigentlich nur bei dem Blödsinn, den Sie die ganze Zeit schon machen, immer besser werden. Frauen geht das übrigens auch so. Ich habe so ein schönes Beispiel, da gibt es so eine Frau, die hat den ganzen Tag, eine Geschichte einer Frau, die hat den ganzen Tag schwer gearbeitet im Büro oder in der Firma und dann hetzt sie sozusagen nach Hause. Zu Hause warten die Kinder, der Mann kommt auch und abends hat sich auch noch Besuch angekündigt und sie geht deshalb noch schnell einkaufen und hat da also im Einkaufszentrum alles in diese zwei Tüten gepackt und rennt nun nach Hause durch den Park und ist immer noch in Gedanken, wie der Autofahrer da oben, ob sie denn dabei nachzudenken, ob sie denn irgendwas vergessen hat, ob sie alles eingekauft hat und wie sie da durch den Park rennt, tritt aus dem Gebüsch plötzlich ein Mann, macht diesen Mantel auf, ein Exhibitionist. Und sie guckt an ihm hoch, stutzt und sagt, ach ja, die Shrimps. Das ist wieder so eine hirntechnische Meisterleistung. Und das muss man einfach wissen, weil man sonst sein Gehirn nicht optimal benutzen kann. Weil man immer wieder in diese Gefahr läuft, dass man
sozusagen einen voraktivierten Zustand durch eine bestimmte Fokussierung auf was Bestimmtes herstellt und dann ist alles, was man dann sieht, was man erlebt, was man wahrnimmt, automatisch so, dass es an diesen voraktivierten Zustand geht und dann sieht man nicht das, was ist, sondern man sieht eigentlich im Grunde genommen immer nur das, was man gerne möchte. Das ist die eine Ursache dafür, dass wir unser Gehirn nicht optimal nutzen können, weil wir uns entweder selber zu viel Druck machen oder weil wir mit Vorstellungen herumrennen, die einfach nicht optimal sind und weil wir diese Vorstellung auch ein bisschen zu beharrlich verfolgen. Und die zweite Ursache dafür, dass wir unser Hirn nicht optimal benutzen, ist in dieser Abbildung ein bisschen zusammengefasst, ist Angst. Angst, Verunsicherung, genau das, was man immer in Krisenzeiten schürt, nämlich man macht die Leute sozusagen, man treibt sie sozusagen in einen Zustand der Angst, halten das dann am Ende gar für lebensbedrohlich, was da passiert. Und unter diesen Bedingungen kann kein Mensch sein Hirn noch vernünftig benutzen. Aber eines ist er garantiert, sehr empfänglich für die Botschaften derjenigen, die die Angst verbreiten. So haben immer Machthaber versucht, Macht zu gewinnen, indem sie Angst geschürt haben und dann die richtigen Lösungen, ihre Lösungen angeboten haben. Wenn Menschen in diesen Zustand von Druck geraten, sehen Sie hier, ist passiert das immer nicht deshalb, weil das limbische System angeht, sondern weil etwas passiert, was anders ist als das, was sie erwartet haben. Und dann entsteht eine Übererregung in diesen höheren Bereichen des Hirns, in sogenannten präfrontalen und kortikalen Bereichen, und die ist hier gekennzeichnet mit dieser roten Farbe. Das heißt, das sind Bereiche, die sind so erregt, da können sie überhaupt nichts mitmachen. Da kommt kein handlungsleitendes Muster raus, die können sie gewissermaßen vergessen. Das heißt, man kann sich in solchen Zuständen, wo man tatsächlich unter Druck gerät, wo man die Gelassenheit verliert, gar nicht mehr konzentrieren, man kann sich nicht mehr in andere hineinversetzen, man kann keine Handlungen mehr planen, kann die Folgen von Handlungen nicht abschätzen. Es sind sogar Bereiche hochaktiv und so aktiv, dass da kein Muster mehr rauskommt, die wir brauchen, um Sprache zu generieren. Deshalb stockt uns bisweilen sogar die Sprache in solchen ganz schwierigen Situationen. Und wenn Sie aus dieser Angst heraus wollen, dann hilft eigentlich immer nur eines, und das ist das, was dann wieder zurückführt in einen Zustand, in dem man sein Hirn benutzen kann. Denn solange Sie in der Angst sind, können Sie auf den oberen Bereichen nicht arbeiten. Was dann noch geht, das sind diese älteren Muster, dann fallen wir immer in die alten Gewohnheiten zurück, obwohl wir das gar nicht wollen. Wenn die Erregung so groß wird, dass die alten Gewohnheiten auch nicht gehen, wenn also aus den tiefer liegenden Bereichen auch keine handlungsleitenden Muster mehr abgeleitet werden können, weil die zu übererregt sind, dann fällt man gar zurück in die alten Kindheitsmuster, das kennen Sie dann. Dann fangen Sie an, irgendwie andere anzuschreien, mit Türen zu schlagen oder was. Ich räume dann immer mein Regal auf, da hat dann jeder irgend so eine schöne Kindheitsstrategie, die dann aktiviert wird. Und wenn die Erregung gar so stark wird, dass diese Kindheitsmuster auch nicht mehr ableitbar werden vor Übererregung, dann können Sie sich dann auf das Letzte verlassen, was in Ihrem Gehirn dann als Notfallprogramm immer zur Verfügung steht. Das sind die archaischen Notfallprogramme im Hirnstamm, die gehen immer und dann kommen diese drei bekannten Reaktionsweisen raus. Angriff. Wenn Angriff nicht geht, Flucht. Und wenn beides nicht geht, ohnmächtige Erstarrung. Da kann kein Mensch sein Hirn benutzen, da kommt auch keinem eine kreative Lösung für die Probleme und deshalb muss es dann wieder hoch und das geht eben nur, indem man Vertrauen zurückgewinnt, entweder in die eigenen Fähigkeiten, dazu braucht man Gelegenheit, dass man Aufgaben findet, an denen einem deutlich wird, dass man doch was kann. Man braucht Gemeinschaften, in denen man erleben kann, dass man sich auf die anderen verlassen kann, und man braucht so etwas wie das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Und genau dieses Vertrauen, dass es wieder gut wird, diese Hoffnung oder diese feste Zuversicht, dass es geht, die möchte ich Ihnen jetzt aus den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung ableiten. Wenn Sie so ein Vertrauen in Ihrem Hirn aufbauen können, sehen Sie da, werden die Bereiche, die bei Druck, Angst, Stress übererregt sind und die nicht benutzbar werden, heruntergekühlt. Es kommt dort also zu Hemmungen. Deshalb müssten Sie immer wieder versuchen, diesen Zustand von Vertrauen herzustellen. Vertrauen zu sich selbst, Vertrauen zu den anderen, Vertrauen in die Welt. Worauf können wir nun vertrauen? Und da kommt die Hirnforschung und sagt, es geht deutlich mehr als das, was wir bisher gemacht haben. Hier ist weitaus mehr Potenzial in uns.
Wir können zu jedem Zeitpunkt des Lebens uns ändern. Das ging in dem alten Weltbild natürlich nicht, mit dem wir bisher herumgelaufen sind, wo wir gedacht haben, das Hirn wird zusammengebaut wie ein Auto aus Einzelteilen mit Hilfe eines Bauplanes, den wir genetisches Programm genannt haben. Und dann in einem linearen Reifungsprozess entsteht dann irgendwann das fertige Hirn und damit läuft man dann eine Zeit lang rum und dann geht es allmählich kaputt und dann das übliche durch den TÜV gefallen, Abwrackprämie, Schrottplatz. Da ist nirgendwo Luft, um noch irgendwie Potenziale zu entfalten. Da sind Sie gewissermaßen mit Ihrem Hirn auf einer Einbahnstraße. Und Gott sei Dank kann ich Ihnen jetzt sagen, das ist ein grottenfalsches Weltbild. So ist es sozusagen im vorigen Jahrhundert erschienen, wo auch die wissenschaftlichen Konzepte sich sehr stark an dem orientiert haben, worüber die Menschen damals so begeistert waren. Es war das Maschinenzeitalter und fast haben wir geglaubt, dass unser Gehirn genauso aufgebaut wird und funktioniert wie eine Maschine. In vielen unserer Sprachregelungen ist das ja noch drin. Wir haben auch unseren eigenen Körper fast verstanden wie eine Maschine. Da geht die Pumpe nicht mehr richtig oder die Gelenke müssen geschmiert werden und was man dann noch alles für so sonderbare Ausdrücke hat. Dann kamen diese neuen Geräte in der Neurobiologie, diese bildgebenden Verfahren, mit denen man plötzlich ins Hirn reinschauen konnte und siehe da, das menschliche Hirn erwies sich als ein Organ, was das ganze Leben lang veränderbar ist, was sich immer wieder neu verschalten kann, wo neue Vernetzungen entstehen können, wenn man es auf eine andere Weise nutzen kann als bisher. Das heißt, es bestand auf einmal die Möglichkeit, dass Menschen zeitlebens, auch wenn sie älter werden, noch in der Lage sind, sozusagen ihre Verschaltungsmuster, die sie bis dahin in ihrem Hirn ausgebildet hatten, verändern können. Sie können mit 50 noch anfangen zu jonglieren, kein Problem. Nach einem halben Jahr, wenn Sie das machen, haben Sie dann ein entsprechendes Hirn, in dem es entsprechende Vernetzungen gibt, die da entstanden sind durch dieses Training und die Sie dann in die Lage versetzen, immer besser zu jonglieren. Sie können sich auch entscheiden, mit 10 oder 20 Jahren schon anzufangen, immer nur vor dem Fernseher zu sitzen. Dann kriegen Sie eben ein Hirn, mit dem Sie besonders gut Fernsehen gucken können. Oder Sie können, wie das unsere Jugendlichen im Augenblick machen, sich entscheiden, den ganzen Tag diese SMS-Botschaften zu versenden. Und dann kriegen Sie, wie das kürzlich nachgewiesen worden ist, ein Hirn, in dem die Region, mit der man die Daumenbewegungen steuert, eben im Hirn ganz besonders gut ausgebildet und ausgeformt ist. Das geht alles und das geht bis ins hohe Alter, aber es kommt jetzt noch ein Geheimnis dazu. Das erste Geheimnis hieß ja, das Gehirn wird so, wie man es benutzt und das ganze Leben lang hätte man die Möglichkeit, es nochmal anders zu benutzen, damit es auch anders würde. Und dieses zweite Geheimnis, das ist sozusagen erst seit einigen Jahren immer deutlicher in den Mittelpunkt der Hirnforschung geraten. Und dieses zweite Geheimnis heißt, der Satz stimmt so nicht. Es wird nicht so, wie man es benutzt, sondern es wird so, wie man es mit Begeisterung benutzt. Und das ist eine Härte. Das ist auf einmal noch eine ganz andere Dimension als bisher. Das heißt, das Gehirn wird dann so, wie man es benutzt, wenn man das mit Begeisterung macht. Mich können Sie doch ein ganzes Jahr lang oder gar zwei hier festschnallen und können mich zwingen, jeden Tag 3 Stunden SMS-Botschaften mit dem Handy zu verschicken. Das führt doch nicht dazu, dass ich ein entsprechend angepasstes Hirn kriege. Das Hirn ist doch kein Muskel, der einfach nur trainiert werden muss, sondern was die jungen Leute in die Lage versetzt, so schöne, dicke Repräsentanzen für ihren Daumen auszubilden, das ist die Riesenbegeisterung, mit der die ihre Handys bedienen. Und das ist auf einmal eine ganze neue Dimension. Das heißt, wir könnten auch ältere Mitarbeiter in unseren Betrieben noch dazu bringen, dass die was anderes nochmal ausprobieren, wenn es uns gelänge, in ihnen diese Begeisterung zu wecken. Mit 85 Jahren kann natürlich irgendein alter Opa noch Chinesisch lernen, aber doch nicht hier in Köln in der Volkshochschule. Da braucht es ein bisschen mehr von dieser Begeisterung. Da müssen die emotionalen Zentren ein bisschen mehr in Schwung kommen, denn das ist nämlich das Geheimnis dieser Begeisterung. Das führt zur Aktivierung dieser emotionalen Zentren im Mittelhirn. Dort sitzen Zellgruppen und wenn die aktiviert werden, haben die so ganz lange Fortsätze, die in die anderen Bereiche des Gehirns ziehen und an den Enden dieser Fortsätze wird dann das ausgeschüttet, was wir neuroplastische Botenstoffe nennen. Dopamin ist zum Beispiel einer, der da besonders häufig in der populären Literatur genannt wird. Und diese neuroplastischen Botenstoffe, das ist sowas wie ein Düngemittel für das, was dahinter ist. Das ist, wenn die ausgeschüttet werden, wird dahinter plötzlich
werden da Prozesse in Gang gesetzt, da werden nochmal Genprodukte neu abgeschrieben, da fangen die Nervenzellen an, nochmal Eiweiße zu machen, die sie brauchen, um neue Membranen, neue Fortsätze, neue synaptische Verbindungen zu machen. Und wenn das also dann so funktioniert, dann können auch neue Verschaltungsmuster im Hirn entstehen. Es ist also gewissermaßen diese Gießkanne mit dem Dünger, die im Hirn angeschaltet werden muss, damit sich tatsächlich auch nochmal was tut. Und dieser ältere Herr mit 85, der könnte natürlich noch Chinesisch lernen, wenn es gelänge, die Gießkanne nochmal richtig zu betätigen. Und dazu müsste der sich beispielsweise verlieben in eine junge, hübsche, 65-jährige Chinesin. Dann könnte es passieren. Dann könnte dieses Düngemittel im Hirn nochmal so ausgeschüttet werden, dass der dann auch in der Lage ist, Chinesisch zu lernen. Sprich, der müsste eine Chinesin treffen, die müsste sagen, alles in Ordnung, wir gehen zusammen nach Mittelchina in das kleine Dorf Qingfeng. Und wenn der dann so begeistert ist von der, dass er da mitkommt, dann wissen Sie alle, wie Sie hier sitzen, dass der in einem halben Jahr Chinesisch kann. Warum denn nicht? Das heißt, wir haben gar kein hirntechnisches Problem, wenn wir im Alter nicht mehr richtig lernen können, sondern wir haben ein Begeisterungsproblem. Und das ist jetzt auf einmal eine Härte für all diejenigen, die glauben, sie könnten Lernprozesse bei älteren Arbeitnehmern verwalten. Durch irgendwelche Programme, die da gemacht werden. Nee, was Sie machen müssten, ist, Sie müssten es fertigbringen, die älteren Mitarbeiter, am besten natürlich alle Mitarbeiter, zu begeistern. Und jetzt merken Sie schon, dass es jetzt anfängt, ein bisschen zu drücken. Jetzt ist es gar nicht mehr so lustig. Lassen wir das erstmal so stehen mit der Begeisterung und gehen der Frage, was man für einer sein muss, der andere begeistert, etwas später nochmal nach. Und kommen mit der zweiten frohen Botschaft aus der Neurobiologie. Wir Menschen haben ein Hirn, das von genetischen Programmen zusammengebaut wird, die Gott sei Dank gar nicht wissen, wie es geht und die deshalb diese Hirne so zusammenbauen, dass sie uns mehr mitgeben, als am Ende wirklich gebraucht wird. Das heißt, wir kommen alle mit einem Hirn zur Welt, in dem mehr Potenzial steckt, als das, was am Ende da rauskommt. Hier sehen Sie das nochmal so ein bisschen zusammengefasst. Im Grunde genommen heißt es, die genetischen Programme wissen nicht, wie viele Nervenzellen am Ende für ein gutes Hirn gebraucht werden. Deshalb machen sie einfach viel zu viel. Ein Drittel mehr, als man wirklich braucht, haben wir alle schon mal im Hirn gehabt. Aber das war vor der Geburt und dann hat sich sehr schnell noch vor der Geburt herausgestellt, dass ein Drittel überflüssig ist. Das ist gleich wieder weggeräumt worden. Und genauso wenig wie die genetischen Programme wissen, wie viele Vernetzungen und was für Vernetzungen man da oben braucht, wie Sie wissen, wie viele Nervenzellen man braucht, wissen Sie auch nicht, wie man das Ding vernetzt da oben. Und deshalb machen Sie auch wieder denselben Trick. Viel zu viel, das kennen Sie aus der Wirtschaft, es wird erstmal viel zu viel produziert und dann guckt man, was man braucht. Und das macht man dann immer etwas intensiver und dabei, wenn man das dann auch noch mit Begeisterung machen würde, dann käme es dazu, dass im Hirn sozusagen bestimmte dieser Netzwerke immer wieder mit Begeisterung aktiviert werden, entsprechend stabilisiert werden und am Ende hat man dann diese Fähigkeit zum Fernsehgucken oder zum SMS-Botschaften verschicken oder aber für andere neue Kulturtechnologien in seinem Hirn verankert. Das ist die Grundlage dafür, dass wir dann so eine schöne Kurve malen können, aus der dann deutlich wird, links sehen Sie die Synapsenzahl, das heißt, wie viele Kontaktstellen es gibt. Und unten auf der X-Achse ist das Lebensalter abgetragen. Und für Sie alle wird dann plötzlich deutlich, dass da hinten in dem Bereich, wo wir unterwegs sind, zwischen 26 und 71 nicht mehr viel los ist, mengenmäßig. Es wird aber auch deutlich, dass wir davor einen Zeitraum haben, in dem sehr viel los war, mengenmäßig im Hirn und Sie sehen, ungefähr im Alter von 2 Monaten beginnt die Explosion im Hirn. Da werden Unmengen von Verschaltungen, von Verschaltungsangeboten bereitgestellt und dann wartet dieses kleine Hirn von dem einjährigen Kind darauf, dass jetzt ein bisschen was passiert, dass da irgendwie was gebraucht wird. Und je komplexer das ist, was da oben an Netzwerken immer wieder benutzt wird, desto mehr bleibt stehen. Und nun können wir natürlich plötzlich erkennen, dass es im Laufe von Erziehung und Bildung eigentlich gar nicht so sehr darum geht, dass wir mit tollen Bildungsangeboten denen was ins Hirn bauen, sondern es käme eher darauf an, dass wir dazu beitragen, dass nicht so viel wegschrumpelt. Und für Sie alle als kleine Ernüchterung, angekommen bei der Pubertät so mit 13 Jahren, da sehen Sie, das ist eigentlich dann nur noch eine Kümmerversion dessen, was daraus hätte werden können. Es steckt mehr in uns. Und das wieder zu erwecken, das ist sozusagen die große Kunst. Und damit das gelingt,
kommt jetzt die nächste frohe Botschaft, muss man das Lernen mit einem Gefühl koppeln. Diese Kunst, das Lernen mit einem Gefühl zu koppeln, beherrschen unsere Schulen im Augenblick auf eine beeindruckende Weise, möchte ich das mal so ganz neutral formulieren. Sie ahnen, dass das Gefühl anders sein müsste als das, was da im Augenblick produziert wird. Wenn es denn aber gelänge, nochmal dieses andere Gefühl zu erzeugen, nämlich dass es Spaß macht, sich die Welt zu erschließen, dass es großartig ist, immer wieder Neues zu entdecken, dass es nichts Schöneres gibt, als kleiner Gestalter und Entdecker in dieses Leben hineinzugehen, dann könnte dieses wunderbare Gefühl dann auch im Hirn verankert werden, was im Grunde genommen unser Anfangsgefühl ist, mit dem wir uns auf den Weg machen. Wir machen dann eine tolle Erfahrung nach der anderen. Der ganze Prozess beginnt nicht erst, wie wir jetzt immer denken, dann, wenn wir die Kinder in die Ausbildungssysteme schicken, sondern der beginnt bereits vor der Geburt. Schon da werden die ersten wichtigen Erfahrungen gemacht, die man in seinem Hirn verankert, nur für Sie, wenn es Sie interessiert. Das sind im Wesentlichen Körpererfahrungen. Und deshalb macht es bis ins hohe Alter so einen großen Spaß, wenn man Gelegenheit bekommt, seinen eigenen Körper wieder zu entdecken. Deshalb sind Sportprogramme gut. Deshalb sind Bewegungsprogramme gut. Deshalb sind auch solche Programme gut, die Menschen wieder in Berührung bringen, auch körperlich sich gegenseitig zu spüren. Und das wird dann als eine positive Erfahrung bewertet. Und diese Erfahrung, die man im Laufe seines Lebens macht, im Laufe dieser vielen Prozesse, die man da durchläuft, die werden jetzt in dieser Frontalhirnrinde, in der präfrontalen Rinde abgespeichert. Das ist dieser schöne gelbe Lappen, den Sie da sehen. Und der Eckhard von Hirschhausen bezeichnet ja nicht ohne Grund diesen Lappen bei den Deutschen nicht als Frontallappen, sondern der sagt, da wo man normalerweise einen Frontallappen hat, da haben die Deutschen einen Jammerlappen. Der hat das ziemlich genau auf den Punkt gebracht, weil er damit zum Ausdruck bringt, dass diese Erfahrungen, die dort abgespeichert werden, sich im Hirn verdichten zu so etwas, was man dann Haltung nennt. Und jetzt bin ich bei einem ganz spannenden Punkt. Alle in einem ähnlichen Kontext, zum Beispiel in der Schule oder im Betrieb oder mit Lebenspartnern oder mit Fußballfans oder mit Ausländern gemachten Erfahrungen, führen dazu, dass diese Erfahrungen sich immer mehr verdichten und dass daraus eine Haltung wird. Eine Haltung gegenüber dem Lernen, gegenüber den Ausländern, gegenüber der Arbeit, gegenüber allen anderen Dingen, die man so im Laufe seines Lebens mit seinem Hirn treibt. Und wenn man jetzt Menschen hat, die das ganze Leben lang immer diese wunderbare Erfahrung machen durften, dass es großartig ist, etwas Neues zu entdecken, dass man gebraucht wird und dass es nichts Schöneres gibt, als mit anderen gemeinsam irgendwas zu gestalten, dann haben sie eine Haltung, das nenne ich mal eine Potenzialentfaltungshaltung, weil das sind neugierige Menschen, die bleiben bis ins hohe Alter lernfähig, denen brauchen sie überhaupt keine Lernprogramme anzubieten, die suchen sich das Wissen, was sie brauchen, ständig selbst. Wenn sie diese etwas unglücklicheren Erfahrungen machen mussten, die dann dazu führen, dass die Lernprozesse gekoppelt sind mit solchen negativen Gefühlen und daraus negative Haltungen entstehen gegenüber dem Lernen, gegenüber dem Arbeiten, dann haben sie es richtig schwer. Vor allen Dingen ältere Arbeitnehmer dann nochmal in diese Bereitschaft zu bringen, dass die ihr Hirn nochmal auf eine andere Weise nutzen können. Und wenn man jetzt fragt, wie könnte es denn gehen, wie könnte man Mitarbeiter, und ich sage absichtlich jetzt nicht motivieren, weil das Wort gibt es nicht. Sie können keinen anderen Menschen motivieren, aber Sie könnten einen anderen einladen oder ermutigen oder inspirieren, nochmal eine neue Erfahrung machen zu wollen. Das wär's. Das wäre der große Trick, wie man an jeden Menschen eigentlich herankommt und sei der noch so faul geworden und sei der auch noch, hätte er so sämtliche Lust verloren, an sich irgendwo noch einzubringen, wenn es Ihnen gelingt, ihn einzuladen, ihn zu ermutigen oder zu inspirieren, dann wacht der auch nochmal auf und die besten Einladungen, die Sie aussprechen können und womit Sie eigentlich jeden Menschen gewinnen können, nochmal aufzuwachen und in Verbindung zu kommen mit Anteilen, die er längst unterwegs verloren hat. Die besten Einladungen sind Einladungen, wo Sie Menschen nochmal eine Gelegenheit geben, zu zeigen, dass sie was können. Wenn Sie ihnen Gelegenheit geben, nochmal zu spüren, wie es ist, wenn man etwas leisten darf, wenn man Verantwortung für irgendwas übernehmen darf,
Das ist nämlich das eine Grundbedürfnis, mit dem alle Menschen herumlaufen. Und wenn dieses Grundbedürfnis erfüllt wird, dann kommen Menschen in dieses Gefühl, dass es jetzt gut ist. Sie kriegen wieder Anschluss an dieses Gefühl, mit dem sie als Kind sowieso mal ins Leben hinausgegangen sind. Damals ging es nämlich noch. Damals konnte man wachsen und damals hat man noch eine Zeit lang zumindest dazugehört. Und wenn man das jemandem zurückschenkt, weil man ihn einlädt oder ermutigt oder inspiriert, nochmal die Erfahrung zu machen, wie es ist, wenn man dazugehört und wenn man was leisten darf, dann entsteht dieses wunderbare Gefühl und dann machen diese Menschen Erfahrungen, die im Frontalkortex sich verdichten zu Haltungen. Und diese Haltungen sehen Sie hier und das wären Haltungen, die wir uns wünschen. Das sind Potenzialentfaltungshaltungen. Und da gehört natürlich Neugier dazu, Gestaltungslust, Innovationskraft, aber da gehört auch Dankbarkeit dazu, Wertschätzung. Das sind alles Haltungen und keine Gefühle. Und auf der roten Seite rechts sehen Sie, was passiert, wenn Menschen in diesen Grundgefühlen, in diesen Grundbedürfnissen nicht gestillt sind. Dann machen die eben andere Erfahrungen, nämlich dass es immer nicht reicht. Und aus dieser Erfahrung erwachsen dann eben auch Haltungen. Und deshalb ist das, was wir hier mit Gier, Habsucht, Neid und so umschreiben, das sind keine Gefühle, das sind dann Haltungen. Und wenn einer so unterwegs ist, ist er hirntechnisch eben extrem eng unterwegs. Und wenn es uns gelingt, ihn einzuladen, nochmal eine andere Erfahrung zu machen, dann wird es wieder weit. Dann erlebt man wieder das, was man schon als kleines Kind erlebt hat, nämlich, dass das Leben aus lauter Herausforderungen besteht, die man erfolgreich bewältigt, wo man schon von einer positiven Erwartung zur nächsten zieht, neugierig ist und die nächste Herausforderung sucht. Und dabei wird die Lust immer größer und die Begeisterung über sich selbst eben auch. Und die ganze Zeit sind diese emotionalen Zentren im Hirn an. Die ganze Zeit ist gewissermaßen diese Gießkanne mit diesen Wachstumsfaktoren im Hirn an. Und all das, was Sie in solchen Zyklen lernen, wird ins Hirn hineingebügelt, könnte man sagen. So sieht das System aus. Damit will ich Sie nicht weiter belästigen. Aber Sie sehen, unten sind diese Kerngebiete und dann diese Fortsätze. Ist wie so ein riesiger Baum. Das sind hier nur ein paar Pfeile, aber in Wirklichkeit ein riesiger Baum, der nach oben zieht. Und da oben wird dann fleißig sozusagen gegossen. Immer dann, wenn man was richtig gut hingekriegt hat. So, und das, was wir in unserer Gesellschaft fertigbringen, in der Schule schon und dann natürlich auch in den Betrieben, ist, dass wir Menschen nicht einladen, nicht inspirieren und auch nicht ermutigen, sondern abwerten, entmutigen und ihnen die letzte Lust daran rauben, dass sie sich nochmal für irgendwas begeistern wollen. So, und dann wird das Ganze natürlich zu einer Belastung unter solchen Umständen, wenn man diese Erfahrung machen muss, an denen man dann meistens auch scheitert. Dann hat man schon eine negative Erwartungshaltung, versucht dies und Ähnliches zu vermeiden, so gut es geht, wodurch es dann zu noch einer größeren Belastung wird. Und aus diesem Teufelskreis kommen viele ältere Arbeitnehmer dann nicht mehr heraus. Viele sind schon in der Schule da reingestürzt und kommen das ganze Leben lang nicht wieder raus, weil dann nämlich ein Mechanismus einsetzt, das ist ja nicht auszuhalten. Das ist ja Dauerstress fürs Hirn. Das kann ja sozusagen, es geht ja ganz gegen die Erwartungen, dass man ein wichtiger Mensch ist, dass man jemand ist, der eigentlich auch gemocht werden möchte, der irgendwo dazugehören darf. Und wenn solche Erwartungen so lange immer wieder frustriert werden, dann würde man eigentlich daran sterben, wenn man nicht irgendeinen Trick finden würde, das auszuhalten. Und der Trick, den die meisten Menschen finden, ist eigentlich kein Trick, das ist natürlich eine ganz fatale Strategie, die besteht darin, dass man sich selber sagt, dass man eine Pfeife ist, dass man nicht gebraucht wird, dass man zu blöd ist, dass man nichts kann. Und wenn Sie das endlich fertiggebracht haben oder wenn Ihre Arbeitnehmer das endlich fertiggebracht haben und das haben die heutzutage massenhaft fertiggebracht in der Kultur, aus der wir kommen, dann ist es kein Problem mehr. Dann erleben Sie das, was als betriebliche Wirklichkeit dann erlebt wird, nämlich dass Sie nicht gebraucht werden, dass es auf Sie nicht ankommt, dass Sie keine Aufgaben finden, an denen Sie wachsen können, auch dann tatsächlich als etwas, wo Sie sagen, habe ich doch vorausgesagt. Erwartungshaltung stimmt überein mit dem Ergebnis, dann tut es nicht mehr weh. Dann ist es fast so, als hätte man ein kleines Erfolgserlebnis gehabt, dass man schon wieder vorher gewusst hat, dass man nicht gebraucht wird. Und sowas ist sehr schwer aufzulösen, es ist aber sehr schwer zu erzeugen, es ist sehr leicht zu erzeugen. Es geht schneller, als man es denkt, das kann die Hirnforschung inzwischen auch zeigen. Wenn Sie es als Führungskraft fertiggebracht haben, Ihre Mitarbeiter oder einen Ihrer Mitarbeiter im letzten Monat mehrfach abzuwerten, ihn in so einen negativen Affektzustand zu bringen, wo er ratlos wird, wo er sich
abgewertet fühlt, wo er das Gefühl hat, er darf nicht mehr dazugehören oder wo er gar Angst kriegt, dann sehen Sie in diesen vorderen Bereichen dieser Frontalhirnrinde wachsen ihm dann gewissermaßen so Antennen. Das sind sensibilisierte Netzwerke, die werden gebahnt, mit denen läuft er dann rum, sodass es also dann im Allgemeinen so aussieht, dass Sie als beim ersten Mal den Mitarbeiter noch anschreien, beim zweiten Mal muss der nur noch an den Betrieb denken und an ihr dieses Geschrei, was Sie veranstaltet haben, und beim dritten Mal, dann wird er krank und kommt gar nicht mehr, so, weil diese voraktivierten Netzwerke so dramatisch sind. So, und wenn wir jetzt sagen, wir bräuchten eigentlich, damit wir die Potenziale von Mitarbeitern entfalten können, damit wir bis ins hohe Alter Mitarbeiter haben, die sich einbringen, die begeistert davon sind, was es da alles zu tun gibt, bräuchten wir Mitarbeiter, die eine solche Haltung entwickeln können. Und damit diese Haltung entstehen kann, bräuchten wir Führungskräfte, die selbst eine bestimmte Haltung haben. Und diese Haltung heißt, es müssten Führungskräfte sein, die das besitzen oder die diesen Führungsstil sich angeeignet haben, den man Supportive Leadership nennt. Jemand, der da ist und der mehr Verantwortung hat und der alles, was in seiner Kraft steht, tut, um den Mitarbeitern zu helfen, ebenfalls in die Kraft zu kommen, ihre Potenziale zu entfalten, sich einzubringen. Ja, und jetzt ahnen Sie schon, das ist kein Führungsstil, das ist keine Technik, sondern dazu bedarf es einer Haltung. Da müsste die Führungskraft jemand sein, die, und jetzt komme ich dahin, was die Voraussetzung dafür ist, dass man andere Menschen begeistern und mitnehmen kann, müsste die Führungskraft jemand sein, die in der Lage ist, andere Menschen einzuladen. Dazu muss man sie ein bisschen mögen. Sonst geht es nicht. Muss man in ihnen irgendwas sehen, was einem bedeutsam erscheint? Und man muss mit ihnen auch in eine Beziehung gehen. Dann können sie Menschen einladen. Viele Kräfte in unseren Firmen sind dazu nicht in der Lage. Der zweite Punkt, wenn man jemanden Mut machen will, das wäre dann die Steigerungsform von Einladung, da müssten sie natürlich jemand sein, der selber keine Angst hat. Also wenn sie selber Angst haben, wie wollen sie jemanden einladen? Mut machen, das geht ja nicht. Und jetzt das dritte brauche ich schon fast nicht mehr zu sagen. Wie wollen Sie jemanden inspirieren, wenn Sie selber nicht inspiriert, wenn Sie selber nicht begeistert sind von dem, was Sie da tun? Das sind die eigentlichen Probleme, mit denen wir herumlaufen. Und so wie diese Haltung darüber bestimmt, wie und wofür ein Mensch sein Hirn benutzt, wofür er sich begeistert und deshalb auch, was er für ein Hirn kriegt, so wie diese Haltung all das strukturiert, so ist es, und jetzt halten Sie sich fest, das in einer Firma herrschende Klima, das darüber bestimmt, welche Erfahrungsräume es für die Mitarbeiter in der Firma gibt und welche Erfahrungen sie also dort machen und deshalb, was die für eine Haltung entwickeln. Und jetzt will ich es nicht an Ihrem Beispiel deutlich machen, aber ich komme ja aus einer Klinik in Göttingen. Der liebe Herr Fischer sitzt hier, der kommt aus Mannheim, deshalb nehme ich jetzt nicht Mannheim als Beispiel, sondern Göttingen. Und ich komme aus einer Klinik in Göttingen, und da müsste ja in einer Klinik müsste ein Geist herrschen, ein Klima, dass jeder vom Oberarzt bis zum Pfleger alles tut, was in seiner Kraft steht, dass die Patienten wieder gesund werden. Das wäre der richtige Geist, der in eine Klinik gehört. In eine Schule gehört auch ein bestimmter Geist, müssten alle sich darum bemühen, die Potenziale der Schüler zu entfalten. Und in einer Firma muss es auch einen bestimmten Geist geben, genauso wie in einem Kindergarten. Und in jeder Gruppe, in jeder Gemeinschaft von Menschen gibt es also eigentlich einen Geist, der diesen Menschen hilft, genau das, was sie gemeinsam machen, auch optimal umzusetzen. Und wenn man sich jetzt um diesen Geist nicht kümmert, wie das zum Beispiel in diesem Klinikum, wo ich herkomme, passiert ist, dann macht der Geist das, was jeder Geist macht, wenn man sich um ihn nicht kümmert. Er ist flüchtig, er macht sich davon. Und dann kommt ein anderer Geist und der besetzt das System und der heißt dann beispielsweise Verwaltungsgeist. Und dann sitzt der Verwaltungsgeist anstelle des eigentlich dahingehörigen Potenzialentfaltungsgeistes. Und wenn der erstmal da sitzt, dann sorgt er dafür, dass Erfahrungsräume unten entstehen, in denen jeder Mitarbeiter über kurz oder lang begreift, dass er nur verwaltet wird. Und daraus entsteht dann aus dieser Erfahrung eine Haltung, nämlich dass es auf ihn nicht mehr ankommt. Und dann haben Sie ein stabiles System, einen schrägen Geist, einen Ungeist und dazu die entsprechende Haltung, und die beiden stabilisieren sich gegenseitig, und das kriegen sie sehr, sehr schwer wieder auseinander. Es könnte gehen, wenn man nicht so weitermacht wie bisher. Das ist jetzt die große Botschaft am Ende.
Wir haben bestimmte Probleme erzeugt mit der Art und Weise, wie wir bisher in unserer Ressourcennutzungskultur versucht haben, die Probleme zu lösen. Und mit dieser Art von Denkweisen kommen wir nicht mehr weiter. Und jetzt schließt sich der Kreis. Und wenn man jetzt mit derselben Weise so weitermacht wie bisher, dann landen Sie wieder oben bei den Autofahrern und bei den bei diesen sozusagen Scheuklappen-Varianten. Dann drücken Sie immer mehr in der Hoffnung, Sie könnten auch noch mehr rauspressen. Oder Sie erzeugen immer mehr Angst, sodass keiner mehr sein Hirn benutzen kann. Und dann können Sie den zweiten Durchgang machen. So können Sie ständig im Kreis laufen und Sie werden das Problem nicht lösen. Wir stehen an einer Wende. Diese Wende besteht darin, und das ist ein Dilemma, in das wir da hineingeraten sind, dass wir nicht länger mit Ressourcennutzung allein weiterkommen. Wir haben Ressourcennutzung betrieben über die gesamten Jahre, nicht nur erst in diesem Jahrhundert, im letzten Jahrhundert ganz besonders. Und jetzt stellen wir fest, dass man mit Ressourcennutzungsstrategien Effekte erzeugt, die der Potenzialentfaltung regelrecht im Wege stehen. Und da müsste man sich jetzt entscheiden, was man will. Ob man weiter Ressourcennutzer werden will und bleiben will, dann werden die Probleme immer größer werden. Oder ob wir versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden, wie man Potenziale entfaltet. Aber da heißt das Schlüsselwort nicht neue Maßnahmen, sondern wie das Albert Schweitzer schon so schön gesagt hat, das Heil der Welt besteht nicht in neuen Maßnahmen, sondern in einer anderen Gesinnung, sprich in einer anderen Haltung. Und in einem anderen Geist. Insofern ist alles ganz leicht. Wir können die Dinge vollkommen gelassen nehmen. Es ginge alles. Das einzige Problem ist, wir müssten es auch anders machen. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie bleiben gelassen. Nutzen Sie Ihr Hirn. Vielen Dank.